Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier auf TV Berlin. Die Fruit Logistica hat ja dieser Tage geöffnet und da wollen wir nicht versäumen, Ihnen jemanden vorzustellen, der im Rahmen dieser wichtigen Messe hier nach Berlin gekommen ist. Herzlich willkommen, welcome hier in Berlin, Dionysios Balassas, den General Manager, jetzt wird es nochmal schwierig, vom Agriculture Cooperative of Zagora Pilio. Welcome to Berlin. Thank you very much. Also, first, willkommen in Berlin. Schön, dass Sie hier sind. Warum ist denn eigentlich die Fruit Logistica so wichtig für Sie? It is really important. Fruit Logistica. I could name die Fruit Logistica ist sehr wichtig für uns. Ein internationaler Treffpunkt zwischen Geschäftsleuten der Fruchtindustrie. Fruit Section. There are exhibitors and visitors all over the world. Ich treffe Menschen hier aus aller Welt. Ja, und manchmal sogar Geschäftsleute, die ich sonst selbst als Grieche in Griechenland kaum zu Gesicht bekomme. All that in Greek? Yes. Okay. Indeed. So we are coming to Fruit Logistica till 2005. Seit 2005 kommen wir nun schon zur Fruit Logistica nach Berlin. Oft als Besucher, aber meistens auch als Aussteller. We are a cooperative in Wir sind eine Kooperative aus dem Mittleren Osten Griechenlands. Wir begannen zunächst einmal Äpfel zu kultivieren. Ganz zu Beginn die Sorte Delicious. Das ist in Griechenland die beste Sorte. Unsere Äpfel bekamen das PTO-Zertifikat 1996. Eines der ersten Öko-Zertifikate überhaupt. Wir sind nun quasi Marktführer auf dem Apfelmarkt in Griechenland. Immerhin 20% unserer Produktion exportieren wir. Sie sind also ein richtig großer Player in Griechenland, ja, und wollen nun auf den deutschen Markt. Wie wollen Sie denn die potenziellen Kunden begeistern mit Ihren Produkten? The Germans eat a lot of apples. Es ist der größte Markt in Europa. Ja, es gibt auch hier eine große Industrie. Aber es werden auch viele Äpfel importiert. Nochmal nachgefragt, mit welchen Produkten genau wollen Sie denn nun die deutschen Kunden begeistern und den Markt natürlich auch? Wir sehen hier auf dem Tisch zum Beispiel ein spezielles Konzentrat, ich glaube aus Äpfeln, oder? Der griechische Name ist Petimesse. Einige sagen auch, der Honig der armen Leute. Ich würde sagen, das Gold der Äpfel. Ja, es ist von einer ganz besonders alten, bekannten Firma hergestellt. In den 50er und 60er Jahren war die Firma führend in Griechenland. Das Ursprüngliche versuchen wir also zu bewahren. Das pure Konzentrat, also keine Zusätze, kein Zuckerzusatz. Wann können wir Ihre Produkte auf dem deutschen Markt kaufen, sehen und natürlich ausprobieren? Auf der Fruit Logistica, klar, und wo noch? Wir hoffen, viele Leute kommen und probieren, zum Beispiel in speziellen Delikatessengeschäften. Zum Beispiel kann man das als Dressing verwenden oder Marinade oder Ähnliches. Es ist, wie man sagen würde, neudeutsch, ein Superfood. Okay, very good. I wish you good luck here in Berlin and in Germany and the European market, Germany. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie keine Zeit haben, bei der Fruit Logistica vorbeizuschauen, informieren Sie sich mal über Äpfel aus Griechenland. Die geben sich da wirklich viel Mühe auch in der Produktentwicklung. Wir haben heute gelernt, dass es ja viel Natur mit dabei und was die Kreativität ja der Weiterentwicklung des Produktes Apfel angeht, habe ich heute auch wieder
einiges gelernt. Vielen Dank. Thank you very much, Mr. Valassas, here to visit TV Berlin. Thank you very much for the hospitality. In Kreuzberg, we say, good luck here on the Fruit Logistica and good luck for your business. Thank you very much.